Herr Hillenbrand, der Mensch sieht sich häufig als Krone der Schöpfung. Wenn wir aber heute in die Welt schauen, dann herrscht vielerorts Krieg, Hunger und Vertreibung. Wäre es da nicht vielleicht schlauer, bei wichtigen Entscheidungen einem Algorithmus zu vertrauen, der vorurteilsfrei und ohne auch an den eigenen Vorteil zu denken, Entscheidungen trifft? Ja und nein. Also ich würde sagen, dass diese Daten, die wir generieren können, mit Sensoren, mit Drohnen, und auf andere Weise, dass die tatsächlich sehr wertvoll sind. Und wenn wir die Welt besser machen wollen, dann brauchen wir quantifizierbare Daten. Das ist völlig richtig. Was ich glaube aber, was man sich immer klar machen muss, diese Algorithmen, die sind ja von Menschen gemacht worden. Und wie die dann letztlich die Entscheidungen treffen und die Sachen einordnen, das basiert wiederum auf menschlichen Annahmen. Und wenn die falsch sind, dann würde auch der Algorithmus amok laufen. Also wahrscheinlich müssen wir uns leider selber retten. Wir müssen uns selber retten. In Ihrem Roman ist das technisch Mögliche zulässig und auch gesellschaftlich und politisch akzeptiert. Glauben Sie, dass dass es zukünftig so sein wird, dass alles, was technisch möglich ist, auch irgendwann umgesetzt werden wird? Alles wahrscheinlich nicht. Also das Drohnenland ist ja eine Dystopie. Also das ist wirklich das Worst-Case-Szenario. Aber ich glaube, dass wir schon bei diesen Daten und auch bei den Möglichkeiten der Überwachung an so einen Punkt jetzt kommen, wo wir eine gesellschaftliche Debatte brauchen, was wir davon wollen oder was wir nicht wollen. Denn also diese totale Überwachung, das Vorhersagen von menschlichen Handlungen, das ist jetzt nichts, wofür wir noch 50 Jahre brauchen, sondern vielleicht noch 3, 4, 5 mit den Algorithmen dazu, dann können wir wirklich die Leute perfekt überwachen. Was uns jetzt noch fehlt, ist sozusagen der politische Wille, das zu tun. Und ich kann mir nicht vorstellen, zumindest in Deutschland, dass das ist, was wir wollen. Aber wir diskutieren auch zu wenig drüber. Ich glaube, wir müssen wirklich drüber diskutieren, was wir uns da zumuten wollen und was wir zulassen wollen. Ja, Sie sprechen von naher Zukunft und Sie sprechen auch von den Vorhersagen von wahrscheinlichen Ereignissen über Algorithmen. Stichwort die Verhinderung von Straftaten. Das ist ja bevor sie passieren, das ist ja eigentlich eine wünschenswerte Vorstellung. Würde sich das auch, oder sagen wir es mal so, wäre es das wert, einen Mord oder in Kauf zu nehmen, wenn man dafür im Voraus einen Unschuldigen prophylaktisch bestrafen müsste? Also nach, glaube ich, unserer heutigen Auffassung darf man nur jemanden für etwas bestrafen, was er getan hat. Und so eine Prognose hat ja nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie eintrifft. Und selbst wenn die 96, 97% ist, hätte er es vielleicht nicht getan. Also das ist sozusagen die juristische Lehrmeinung. Aber natürlich ist es so, dass wenn einmal jemand ermordet wird und es war klar, dass man das hätte voraussehen können und es steht am nächsten Tag in der Bild-Zeitung, dann werden alle Zeter und Mordio schreien. Also ich glaube auch, dass es insofern sehr nahe rückt, weil wir zum Beispiel gerade über im Rahmen der Terrorismusbekämpfung über so Gefährderdatenbanken europaweit reden, wo also alle irgendwie verdächtigen Leute drin sind. Und auch da würden uns diese Computer natürlich wahnsinnig helfen, wenn ansonsten brauchen wir Zehntausende von Polizisten, um diese Leute zu observieren. Das könnten Computer sicherlich viel besser. Die Frage ist, dürfen wir diese Leute vollständig überwachen, obwohl sie ja noch gar nichts getan haben? Aber das ist eine Diskussion, die müssen wir jetzt sehr bald führen. Also wahrscheinlich schon in den nächsten 1, 2 Jahren. Das ist nichts mehr, was weit hin ist. Und das wird keine einfache Diskussion sein. Das wird eine sehr schwierige Diskussion sein, weil die populistische Antwort ist natürlich, lieber sperren wir einen zu viel weg als einen zu wenig. Aber die rechtsstaatliche Antwort ist natürlich, jeder Unschuldige, den wir einsperren, ist eine Katastrophe und würde auf die Dauer auch unser gesamtes Rechtssystem, so wie wir es heute haben, wahrscheinlich erodieren. Deshalb müssen wir da sehr genau drüber nachdenken und das wird sehr schwierig, weil es auch sehr kompliziert und schwer zu verstehen ist.